Das ist Herbert. Herbert ist 50 Jahre alt und arbeitet als Sekretär. Seine Frau ist vor einem halben Jahr gestorben. Seine zwei Kinder, Sophia, 18, und David, 16, wollen bald studieren. An einem Montagmorgen wird Herbert ins Büro seines Chefs gerufen. Der Chef sagt zu ihm: Unsere Firma läuft derzeit sehr schlecht. Deshalb erledige ich ab jetzt die Büroarbeit selbst. Herbert bewirbt sich bei vielen Jobs, um seinen Kindern das Studium finanzieren zu können. Die Vorstellungsgespräche verlaufen schlecht. Die Chefs finden immer neue Ausreden, um ihn nicht einstellen zu müssen. Daraufhin muss die Familie das Haus verkaufen und sie ziehen in eine viel kleinere Wohnung. Herbert gibt aber nicht auf und versucht es immer wieder, bis er bei einer Firma eine klare Antwort bekommt. Schon einmal eine ähnliche Situation erlebt? Das Geschlecht, die Herkunft, die Religion, das Alter, die sexuelle Orientierung und die Behinderung kann man sich nicht aussuchen. Diskriminierung hat viele Gesichter und kann uns alle betreffen. Die Antidiskriminierungsstelle in der Stadt Salzburg kann helfen, anonym und kostenlos. Einfach melden 0676 8746 6979. office@antidiskriminierung-salzburg.at www.antidiskriminierung-salzburg.at